So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3, die Tyrannei von König Washington. In der letzten Folge haben wir Benjamin Franklin wieder Vernunft eingeschossen, denn wir haben einen Pfeil in seinen Rücken gejagt und dann ist er von dem Zauber, von der Manipulation von König Washington befreit geworden. Ja, und haben ihn jetzt mehr oder weniger als Gefangenen, Verbündeten und haben erfahren, dass König Washington Richtung New York aufgebrochen ist. Und wir wollen ihn natürlich eliminieren, aber brauchen irgendwie ein bestimmtes Metall, um irgendwie irgendwo reinzukommen. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht bekommen wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle. Teile in Bewegung. Sam und Kanan Dogon sind mit dem Rest der Männer fort in Richtung Boston Neck. Ich hoffe, sie schaffen es. Wir sollten so bald wie möglich dazustoßen. Na, zuerst muss ich das einschmelzen. Dann brauche ich das Diagramm meines Designs. Ich habe es zur Sicherheit einem Offizier anvertraut. Du wirst ihn in der Taverne treffen. Hol es. Dann kann ich das Metall in die richtige Form bringen. Okay. Okay, also wo kamen wir? So. Nochmal in Richtung Taverne. Und dann Wolfsmantel wieder. Und gehen dann einfach mal ganz entspannt hier rein. So, spielen wir jetzt wieder eine Benjamin Franklin schickt mich zu dir. Party? Tut mir leid, mein Freund. Wenn du etwas willst, musst du mich schlagen. Oh nein. Ich habe aber nicht sehr viel Zeit. Muss ich jetzt wirklich das Spiel gewinnen? Das ist meine Bedingung. Also gut. Doch beeilen wir uns. Oh Leute, was ist das denn jetzt? Ja, das war doof, weil jetzt kommt der mit seinem anderen Schwarzen, das ist mir schon klar. Ja, wow, toll. Hast du eigentlich schon von dem kleinen Tumult gehört letzte Nacht? Das war ein ganz schöner Kampf. Ich glaube, das wird dann 50-50 werden. Kampf ist nicht ganz richtig. Oh! Das war ein Massaker. Was ist das denn für ein Ein paar Vogel? Jungs sind von Putnam reingelegt worden. War lustig. Was meinst du mit reingelegt worden? War auch echt kein Kunststück. Diese Trottel. Okay. Wovon redest du denn da? Putnam hat das Gerücht verbreitet, dass der Hauptmann der Wachen zu den Rebellen hält. Herrlich. Was? Ja. Putnam hat die Rotröcke dazu gebracht, alle gemeinsam zum Boston Neck zu kommen. Und dort hat er sie einfach niedergemäht. Oh. Verdammt. Na, das so. Und du bist dir ganz sicher? Ich war da. Ich habe gesehen, wie der alte Adams krepiert ist. Drück, um das Spiel mit einem Wutausbruch zu beenden. Okay. Was? Adams ist krepiert worden? Was? Das reicht. Auf ihn, Jungs. Oh, jetzt Faust kam. Boah. Das ist ja cool. Nein, du sollst hier.
Hä? Oder warte mal. Eigentlich, dass der... Genau, das wollte ich machen. Okay. Boom! Da! Geschieht den Rüpeln recht. Die haben eh nie bezahlt. Oh, sowas aber auch. Das ist ja auch cool wieder. Das wird doch mal. Es ist eigentlich ein Bild für die Götter. Hey! Auf! Los! Vor allem, was sind denn drei Kontextangriffe? Der Damespieler die Wahrheit gesagt? Ist Adams in eine Falle getappt? Ich muss es wissen. Und wie finden wir das heraus? Wenige Momente später am Boston Neck. Während Untersuchung unentdeckt bleiben, ey. Wovon träumt die nachts? So, mal, boah, ey, Connor. Natürlich haben die dann auch so einen wundervollen Wachhund. Ey, was machst denn du? Du sollst dich da hochbe... Das ist Hans Sams Uniform. Getrocknetes Blut. Ja, Connor, lauf. Oh, ey, das ist doch zum Mäusemelken. Blöder Köter. Einfach ganz einfach. Komm. Das ist auch alles egal. Komm. Oh, war so toll. Oh, ey, Connor, jetzt mach doch mal hin. So, ciao. Dogons Tomahawk. Oh nein. Ist das? Sind das seine Finger? Ich Was? Muss sicher sein. Oh!
Irgendwer wird es beobachten. Ah. Ah. Furchtbar war das. Furchtbar. Die Rebellen wurden überrumpelt. 4-1 in der Unterzahl. Ein Abschlachten war das. Erbärmliches Abschlachten. Also stimmt es tatsächlich. Ah, die haben da keine Chance. Feuer! Oh nein. Oh nein. Adams. Na, der ist tot. Nein. Nein! Was ist das denn für ein Hirni? Boah, tut mir das leid. Haben wir ja niemanden mehr. Ups, das hat mich Q gedrückt. Außer Franklin. Haben wir da alle verloren. Aquila entfesselt. Das sollte uns an Washington heranbringen. Beim Himmel, was ist los? Eine Falle von Putnam am Boston Neck. Und Adams. Canandaigua. Alle getötet. Tot? Und wir bald auch. Wir müssen weg von hier. Die Landwege sind abgeschnitten. Wir fliehen über das Meer. Ja, das Meer. Ich kenne da ein Schiff, aber ich kann mich nicht frei bewegen. Man kennt mich. Ich suche dir eine Verkleidung. Exzellente Idee. In der Zwischenzeit gib mir das Diagramm. Ich werde das Metall zurechtfeilen. Okay. Oh ja. Auch noch zurück zu Franklin bringen, hä? So, während meiner Wache. Nicht lange. Wenn jemand was gesehen hat, anhalten. Ja, komm, lass mich doch alle in Ruhe. Ich hab einfach. Ey, was ist das denn für ein Müll? Ich habe keine Lust mehr. Ich muss sagen, dass die es hier. Es ist okay, aber. Ja. Es halt. Also, ich muss sagen, ich bin wirklich nicht mit dieser Leidenschaft dabei. Boah, ey, jetzt kommt der Vollhonk.
die ich gegenüber SSU 3 aufgebracht habe. Es ist für mich das einfach nur spielen. Du sollst den Körper aufheben. Nicht den, den anderen. Du sollst den aufheben. Danke schön. Oh Gottes Ein bisschen eng, nicht wahr? Du Heilige. Wie sehe ich aus? Lächerlich. Ja, in der Tat. So viel Ehrlichkeit muss auch nicht sein. Oh je, Ärger voraus. Seht, da ist einer von uns. Komm mit. Wir gehen gerade zur Taverne. Du kannst uns einen ausgeben. Aus der letzten haben sie uns rausgeworfen. Die waren nicht sehr nett. Was ist denn los? Sind wir dir nicht gut genug? Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Oh, ist das nicht... Haltet mal an, Koppel. Ja, Sir. Diese Uniform passt gut. Das war klar. Soldat, stopp! Danke, dass du es erledigt hast. Kein Problem. Warum müssen wir denn in die Richtung gehen? Ach, Faulkner sage ich schon, ach, Franklin. Okay. Alles klar. Das Faulkner wieder ein bisschen sehr angetrunken. So wie wir. Na gut, nee. Angetrunken kennen wir den nicht. Mr. Faulkner. Sir. Wer ist da? Kenn ich? Franklin? Lasst euch hiervon nicht täuschen. Ganz verdammter! Deine Männer stahlen mein Schiff, Scheißkerl! Ruhig, Mr. Faulkner. Mr. Franklin ist nun auf der Seite der Rebellen. Wir brauchen eure Hilfe. Warum sollte ich helfen? Ihr bekommt euer Schiff zurück. Ja. Der verdammte Hafen ist zu schwer bewacht. Ich kann das ändern, wenn du mir sagst, was ich tun soll. Nun mal sehen. Du musst die Akia losmachen, damit sie abfahrbereit ist. Ich stelle derweil eine kleine Crew für uns auf. Dann überrumpeln wir die Wachen und setzen Segel. Mhm. Okay, das... machen wir anscheinend jetzt. So. Funktioniert ja schon mal ein bisschen besser als sonst. So, wie fliegt der runter? Scheint auch niemanden wirklich zu interessieren. Tschüss! Wenn man die Seile noch durchtrennen, aber Moment. Hier haben wir noch was für uns zu mitnehmen, weil wir so tapfer sind. Wolfsmantel.
Hallo. Danke. Oh. Oh, jetzt müssen wir kurz ein bisschen warten. Und jetzt auch wieder schnell zu dem einen Seil. Moment. Interagieren. Hey. So. Okay. Okay, entkommen. Dürfte wieder ein leichtes werden mit unserem Adler. Akila entfesselt. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch die Hauptmission und ich denke, das wird bestimmt jetzt das letzte gewesen sein, deswegen fangen die das einfach noch an, obwohl die Folge schon 22 Minuten alt ist. Flucht nach New York. Die Akia ist bereit. Hast du eine Crew? Sie ist hier. Kann sie kämpfen? Das sind Seemänner, die können gar nicht anders. Dann los. Hey. Ich glaube, der eine hat mich schon ein bisschen abgecheckt. Okay, dann halt nicht. Okay. Ey! Oh. Weg mit dir. Moment. Oh, wie alle hier rennen. Den nehmen wir uns auch mit. So. Komm, nee. Corner. So. Schwimm! Ich halte sie zurück, bis du bereit bist. Nein, das machen wir nicht. Nee, Connor, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Schützen! Du musst sie aufhalten! Die schießen auf Faulkner! Aber wirklich? Ich dachte, die schießen auf die Fische. Hey! Leute. Oh, ja, komm, jetzt tu nicht so, Connor. Genau, hau den um. Wir haben. Gib
gebt jetzt nicht auf, Jungs! Angriff, Jungs! Ja. Zack. Dann den. Und dann haben wir noch den hier. Bereit machen für die nächste Welle. Sind das viele? Du musst sie aufhalten! So, bam, 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 bam. Ah, ich hatte da ein Pulverfass. Ich hätte die auch erstmal wegknallen können. Und nun? Ein Wilder! Hier drüben! Eine Bewegung, nur eine Bewegung und er ist tot. Ruft eure Leute zurück und ergebt euch. Schwimm, Radon Hagedon. Los! Sei still! Adlerflug. Connor, Adlerflug. Adlerflug, Adlerflug. Moment. Warte. Letzte Chance. Nein! Gut. Du willst es nicht anders. Ich wollte diesen Adlerflug machen. Darum hat das nicht funktioniert. Das hat doch auch bei den anderen funktioniert. Was ist denn das für ein Müll? Oder Moment. Ah, warte. Moment. Letzte Chance. Was soll das? Tschüss. Flucht nach New York. Ich habe furchtbare Dinge getan. Es war das Zepter, doch keine Entschuldigung. Wir alle tragen Böses tief in uns. Der Apfel hat es nur ans Licht gebracht. Episode beendet. Das heißt, Episode 3 wird in New York stattfinden. Und das Beste, unser Bruder lebt noch. Ich wusste, die Docks waren deine einzige Chance. Er drehte das Rad immer weiter. Ganondorf, das spielt keine Rolle. Land in Sicht! Sieh dir das an. Was ist das denn? Das ist ein Vulkan? Und es ist eine Festung. Ein Fort. Fragen über Fragen, die wir aber in der nächsten Episode die Vergeltung klären werden. Da wird nämlich der Ort New York sein und wahrscheinlich auch das finale Kapitel für Washington sein, dass wir ihn dann eliminieren werden. Was anderes könnte ich mir jetzt auch gar nicht so richtig vorstellen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Episode 2 gefallen. Also man kann das doch relativ schnell durchspielen, wenn man sich nicht nur an diesen Schätzen da aufhält oder an diesen ganzen Nebenmissionen mit Konvoi angreifen, die Zivilisten mit Essen versorgen und dann noch die Zivilisten vor den Wölfen und vor den Blaurücken retten. Also das ist doch relativ schnell durchgespielt. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.